und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Big Sim Brother mit mir und mit Mia, hallo! Genau, mit der Elena und ja, was ist denn letzte Folge passiert? Die habt ihr bei Elena im Seele gesehen und da gab es einen Sterbensfall, deswegen stehen die gerade alle so lustlos hier vor diesem Grabstein. oh, cool! Oh. Ah. Wer ist denn nur gestorben? Das finden wir jetzt raus. Oh. Oh. Moment, was war das? Hey, das ist die nächste. Da ist er. Oh. Da ist er. Er ist einer erfroren. Unserer Kandidaten. Ja, deswegen hat er auch den Dampf drumherum. Ja, aber warum ist er denn rot? Ist wütend erfroren, weiß ich nicht. Also, das finde ich ja komisch. Ja, also auf jeden Fall, der ist hier gestorben und den könnten wir jetzt auch unseren Wohnungsschlüssel geben, dass er immer wieder kommen kann. Oh Gott, der ist wirklich wütend. Ja, auf jeden Fall wohnt er jetzt hier weiterhin und er kommt hier nie weg und sie wird gestochen. Boah, was ist das denn? Die sollen hier nicht sterben. Wenn die jetzt die nächste ist, die stirbt, dann ist das vorbei, das Format. Ups, das wollte ich nicht. Ach, die können aber, die können wirklich sterben daran? Ja, es gibt so irgendwas. Nein, das ist. Bitte, greif ein. Wie denn? Bevor denn. Ich schick ihn einfach rein, bevor der nächste stirbt. Moment. Moment. Ach so, aber nur weil du das sagst. Ja, wieso schläft er auch da draußen? Ich meine, ganz ehrlich, hier, leg dich hier hin, schlafen. Ach, guck mal. Oh, der nächste Geist. Das ist unser Butler. Der ist auch gestorben. Der ist auch rot. Die sind halt irgendwie alle. Heute ist der wütende Geistertag. Ja, hallo, aufwachen. Tja, Steph, also. Steh auf, sonst stirbst du. Mehr als ihm sagen, dass er aufstehen soll, kann ich nicht. Oh, da wird jemand. Oh, was war das für ein Geistereignis? Das war also, der, wenn wir der gleich Dings anfangen und ja, einer stirbt, dann ist vorbei hier. Guck. Ja, aber also ganz ehrlich, ich würde mich ja freuen, wenn jemand Kommentare dazu schreibt, aber wenn jetzt noch einer so schnell stirbt, dann bin ich echt dafür, dass wir das so machen wie in letzter Zeit bei Germany's Next Topmodel, dass dann noch so unerwartete Kandidaten nachrücken. Ja. Also ganz ehrlich, sag mal. Ah, jetzt. Er lässt sich halt auch nicht retten. Okay, dann gehe ich jetzt mal in die bessere Seite. Ach ja, guck mal, was macht der da? Der joggt da jetzt einfach nur herum. Ah nee, er joggt zum Computer. Kunst durchsuchen. Mhm. Das hätte ich dem jetzt nicht zugetraut. Nee. Dass der sich für Kunst interessiert. Nee, doch, ist er unser doch Bad Boy. Das ist unser Bad Boy. Ich habe heute das Dokument nicht offen. Du musst mir mit den Namen helfen. Ja. Aber er heißt, glaube ich, mit Joe? L? Joel? Nein, nee. Noel? Was? Nein. Nein. Wie heißt er? Luke. Luke! Luke Skywalker. Der ist doch gar nicht böse. Der ist doch von den Guten. Ja, er ist ein Bro, selbstsüchtig und selbstsicher. Ach das so. Ist er. Ja, guck mal, der hat scheinbar auch Kohle. Oder vielleicht guckt er auch, was er denn hier vielleicht, weiß nicht, gibt es hier eigentlich sowas wie eine Siegerprämie oder so? Ja, natürlich. Ja, dann geht er wahrscheinlich davon aus, dass er die bekommt und schaut schon mal, in welche Kunstwerke er die dann investieren kann. Mhm. Und guck mal, da gibt es Würstchen-Gulasch. Nein, Würstchen und Bohnen. Naja. Von Rosa. Laktosefrei. Oh, Rosa, du hast gekocht. Ja. Herbe. Ach nee, Rosa. Oh, der Kühlschrank ist kaputt, glaube ich, ne? Ja, dann müssen wir mal gucken, ob den der Wir haben einen Butler. Genau, ob denn der Butler dann mal repariert. Aber ich würde sagen, wenn die jetzt da alle so ein bisschen vor sich hin leben und in den Abend starten, könnten wir ja schon mal drehen, oder? In den die heutige Abend. Tages- ja, mitten in der Nacht. Ja, stimmt, okay. Ja, in den Morgen starten. Ja, würde ich auch sagen. Dann können wir drehen und dann, je nachdem, was wir für eine Aufgabe haben, können wir die morgen früh erledigen. Perfekt, ja, dann machen wir das. Gut. Dann wechseln wir mal Bildschirm. Danke, danke und guten Morgen, liebe Bewohner. Haltet euch fest, denn Babsi dreht jetzt am Rad. Ja, mach ich. So. Und? Alle gehen, Ein Tag in den guten Reich. Oh. Naja, aber die können sich ja freuen, die da drüben ja, sind. Ja, die freuen sich. Wir sind halt ein bisschen schadenfroh. Soll ich's removen? Das ist ein doofes Ding. Okay, na, dann gut. Wechseln wir wieder rein in das Haus und ich glaube, Big Brother hat dann was zu sagen. Mhm.
Gut, also ich glaube, Big Brother schläft gerade. Wir gucken mal, was die anderen machen. Aber sag mal, was macht der da? Mit Freunden reden? Welche Freunde? Also, Mit hä? seinen Geschenken. Aber wer? Ja, ach so. Stimmt. Warum habe ich dem Geschenke dahergelegt? Weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie rot waren. Ja, aber auf jeden Fall. Was macht er jetzt? Ach, zu sich selbst Zuspruch geben. Aber der hat doch Das. hier nicht mal einen Schminktisch. Nee. Er kann das über Ecken und Kanten und so weiter. Ach, das ist die Das. Vampirfähigkeit, ne? Oh. Heilige Mutter Gottes. Oh. Ich weiß nicht, ob er zu der Heilige Heiligen Mutter Gottes betet. Satan, Satan Gottes. Luzifer, Gabriel, wer auch immer. Oh Mann. Oh, hat keinen Bock mehr. Guten Morgen, ihr Barackler. Ihr habt heute Glück, denn die Babsi hat am Rad gedreht und hat entschieden, dass ihr heute einmal rüber dürft, aber nur für heute. Das heißt, morgen früh um diese Uhrzeit seid ihr wieder hier in diesem Zimmer. Ob alle wieder rüber müssen, da müssen wir noch mal drüber quatschen. Vielleicht drehen wir noch mal am Rad. Aber jetzt geht rüber und amüsiert euch im guten Bereich. Ich glaube, das lässt sich die Pandora Ja. nicht zweimal sagen. Die ist schon auf dem Weg. Ja, ich lasse alles Wo hier. Los geht's. ist die denn hin? Ich habe sie Ich habe verloren. keine Ahnung. Ach, Auf sie wird Toilette. wahrscheinlich. Ach ja, guck mal, da ist eine Versammlung. Ja. Die Ja, die warten. freuen sich. Die machen sich Wir jetzt noch schon. Ach! Die machen sich jetzt ganz hübsch. Und ja, dann warten wir mal kurz, bis sie alle drüben sind. Genau. Also, alle Bewohner sind rübergegangen. Big Brother hat es möglich gemacht und guck mal, er holt sich gleich beim Einzug hier wieder was Ordentliches zu essen. Und leider, leider haben wir hier den Nikolas. Habe ich mir auch gerade gedacht. Oh, der wird sich nicht freuen. Hat sich gestern gefreut. Oh, gestern sage ich schon. Beim letzten Mal gefreut, dass er rüber durfte. Und einen Tag später kommt direkt sein Erzfeind, der Jeffy Boy, auch mit Ja, rüber. wobei es war ja gestern. Also für die Bewohner Ja, war es ja, ja. gestern. Das stimmt schon. Oh ja, guck mal, die haben einen komplett roten Balken. Oh. Ja, die Also mögen sich hier, nicht. nee, die mögen sich gar nicht. Ich hoffe mal, dass es da zu keinem Streit kommt, weil heute guckt Big Brother. Also der schaut jetzt heute nicht weg. Aber dann Ja. schauen wir mal, wo alle sind. Joey hat sich da dazu gesetzt, dem geht's auch gar nicht gut. Der hat einen orangenen Nö. Plambord. Der ist auch traurig, aber dann müsste er auch mal auf Toilette, der. Nicht nur, er müsste sich auch mal waschen. Jeff haben wir gerade geguckt. Hier, wo ist der Adam? Ach, Wo ist nee. er? Adam? Er geht Hier. Hände waschen oder so wahrscheinlich. Ja, gut, in unser. Das ist Oh, aber jetzt da. nicht gut. Das macht Oh, man doch nicht. oh Ja, nein. natürlich. Aber weißt du, das Einzige, was sie halt stört, ist, dass er stinkt. Und dann kommt Ja. er drauf, sagt sie, hey, du stinkst, geh raus aus Ja. der Toilette, wenn ich auf dem Klo sitze. Ist ja Aber widerlich. er Boah. bleibt halt da stehen. Wird ja auch mal Zeit. Ja, dann fangen wir doch mal mit meinem Interview an. Also, hier bin ich. Ich bin wieder im Luxusbereich, aber es war ja auch nichts anderes zu erwarten, oder? Naja, Big Sam Brother hat gesagt, wir dürfen für einen Tag rüber. Ich, ja, habe keine Lust mehr, in dieser Baracke da zu wohnen. Naja, wie war mein Tag so? Oh, angekommen in dem Villa-Abteil wollte ich einfach nur auf Toilette gehen und dann kam einfach Adam rein. Also, mich hat es nicht gejuckt, dass er mich gesehen hat, aber was mich gestört hat, war sein bestialischer Gestank. Das fand ich ja so widerlich. Und dann habe ich ihm gesagt, dass er stinkt. Und er meinte nur, ja, ich war ja auch beim Sport. Und dann dachte ich mir so, ja, geht man dann nicht duschen? Also, oh, wo bist du denn? Wo bist du denn hergekrochen? Aus welchem Loch? Naja, auf jeden Fall war das schon ziemlich eklig. Mal gucken, was gleich so abgeht. Gut, ich gehe mal rüber zum Nikolas. Ach ja, der duscht sich, der ja, genießt so seine Einsamkeit. Und Der er ist am pennt. Schlafen. Ich glaube, wir wecken ihn mal auf. So freundlich sind Ja. wir. Der Luke schläft auch, der darf jetzt auch mal aufstehen. Leute, ihr habt Besuch Hallo. und ihr Ja, das Leben verschlaft ist kein alles. Wunschkonzert hier. Ja, aber wirklich. Oh. Oh. Oh, warte mal, was ist denn das für eine Art, auf eine Umarmung zu reagieren, meine Liebe? So, die zwei, die können ein Oh. bisschen quatschen und ich Genau. glaube, ach guck mal, Charity hat die Charisma-Fähigkeit erworben. Das wird aber Zeit.
Das hätte ich eigentlich gedacht, hat sie schon längst. Naja. Samuel, ist Adam. Ah, nee, verspielt. Ich dachte gerade verliebt, weil er so rosa ist. Da dachte ich mir gerade, hä? Hä? Was haben wir verpasst? Hört, hört. Big Simbrella meldet sich noch einmal. Babsi, da du so schön heute gedreht hast, erlaube ich dir ausnahmsweise eine zweite Aufgabe zu drehen. Ja! Jetzt habe ich sogar nicht reingeguckt und habe das ganze Bild mal. Ja, dann drücken wir mal Stopp und dann wechseln wir mal schnell auf das Rad. Wenn Big Simbrother mir das erlaubt hat, dann würde ich gleich sofort, ohne zu überlegen, drehen, bevor er sich dann das überlegt. Dann Let's drehen wir mal, go! Ella. Und ja, Oh nein! Oha! Vergemein! Betten entfernen! Yay! Boah, Remove. gemein. Oh Mann. Ja, aber okay, dann müssen wir halt jetzt die Betten entfernen, würde ich sagen. Einmal in den Baumodus. Perfekt, ich habe alle Betten Go. entfernt. Gut. Gut, dann einmal hier hin, dann einmal hier hin, dann einmal hier Na, Big hin Sam Brother möchte gern was sagen. Oh Gott. das Okay. war gewollt. Liebe Bewohner, dank Babsis neuem Dreh am Rad hat sie euch was Gutes getan, vielleicht auch nicht. Für uns ist das gut, ich freue mich drüber, denn ihr müsst ein bisschen leiden. Und zwar hat Babsi euch die Betten entfernt. Wie ihr nun schlaft, ist eure Sache und wo ihr schlaft, das ist mir gerade eigentlich egal. Aber ja, wir sehen uns. Viel Spaß, gute Nacht. Also so sch oh, wow. Oh, Siehst sie du kann das? meckern? Sie kann meckern? Ja. Sie findet das scheinbar überhaupt nicht. Ah ja, gut, ich glaube, das ist der Okay. Einfluss von der Charity. Die quatschen, die beschweren sich bestimmt gerade darüber. Boah, so ein Scheiß, ey. Ja, Gönn uns die wahrscheinlich. Betten. Und dann lästern sie natürlich auch ein bisschen über Big Sim Brother, weil der hat wahrscheinlich ein Luxusbett. Was war das Ja, jetzt? Als würde man sie hier nicht mehr beobachten können als Big Sim ja. Brother. Mädels, ihr habt da was nicht miss ihr habt da was missverstanden. Oh! Da ist eine Lücke. Für was? Guck mal, der Chef hat Jeff? eine neue Fischspezies Oh. erforscht. Nein, näher bestimmt. Schön, schön. Ja, tut der angeln, das wusste ich gar nicht. Wo ist er denn? Hier drüben. Nö. Ist Hä? Pandora schon am Schlafen? Was macht die? Die Pandora? Ja, wo schläft sie denn? Bitch! So! Pandora, du wachst sofort auf. Das ist nicht dein Bett. Wenn das so weitergeht mit dir, kriegst du eine Strafe. Das war Strike 1. Abschließen Na, na, für na, na. Für jeden außer jeden außer Butler. Angestellte. Ach so, Gibt's ja. auch, glaube ich, sogar. Aber ist ja in Ordnung. So, So so, der. so. Die Ja, die bricht da einfach Pandora, ein. die ist halt ein bisschen speziell. Ich würde sagen, der Butler macht auch gar keinen guten Job. Guck dir das mal an, hier liegt Nee. überall Staub. Tja. Zeit, dass der nächste stirbt, ne? Ja, also ganz ehrlich, also. Ach, guck mal, ein Vampir in der Oh. Sauna, das hat was. Aber er genießt einfach so richtig diese Zeit hier alleine. Der hat noch mit niemandem geredet nach dem Vorfall von letztem Mal. Er genießt Ups. einfach und macht gar nichts. Ja, aber wirklich, ja. Weil irgendwas war gerade Musik. Achso, weil sie inspiriert ist, okay. Was macht sie denn? Tischtennis spielen. Mit Joey? Ja, Oh, sie und süß. Joey. Ich glaube, Die die könnten zwei. auch ganz gute Freunde werden. Ja, aber sie ist doch so die typische Freundin eines homosexuellen Typen. Ja. Also ich finde, irgendwie passen die zwei ganz gut zusammen. Ja, als Freunde. Aua. Ja, nur als Freunde. Ich meine, er hat hier irgendwie auch noch keinen Partner gefunden, der so zu ihm passt. Oh, ich sehe gerade übrigens, Oh, Billy. das da, das muss entfernt Oh. werden. Wie kriege ich das denn? Hängt das doch in sein Zimmer. Das ist ja sonst gemein. Der ist ja Okay, nicht stimmt, der ist ja nicht freiwillig ausgeschieden. gegangen. Er ist halt so süß. Sie mit ihrem rosa Blumenstrauß und er hat Ja. an seinem Bild. Ja, aber er So. ist ja auch Oh, nicht mehr jetzt haben wir unter Speichern uns. geklickt. Aber Oh, das ist ja nicht ist ja schlimm, wir müssen eh egal. speichern. Ja, jetzt ist sie Oh, nämlich. okay, doi. Hey!
Jetzt zeigt sie, was sie hat, die Alte. Ja, aber wirklich. Ach, guck mal. Naja. Da hinten wird einfach nur ferngeguckt. Aber warum ist die dann immer noch in ihrer Winterkleidung? Hat die Angst zu erfrieren oder ist das jetzt ein Trauma? Also, und die, ach, die hat sich hingelegt, ja. Pennt. Ja gut, vielleicht hat sie wirklich Angst. Ich glaube, ich sage ihr mal, sie darf sich ruhig umziehen. Ja. Kleidung ich ausziehen. Hier wird ihr so schnell hoffentlich nichts passieren. Hier wird auch schneller eingegriffen als drüben. Ja, das stimmt. Aber naja, man weiß es nicht. Hier ist auch schon ein Butler gestorben auf der Seite. Ja, das stimmt. Also das heißt ja leider nichts. Die pennt einfach, obwohl so ein Actionfilm läuft. Ich glaube, das ist richtig anstrengend für sie drüben. Sie ist zwar noch nicht so lange drüben gewesen. Sie war ja jetzt nur eigentlich die Nacht da. Die hat ja mit Nikolaus getauscht. Aber ich glaube, das hat sie schon richtig fertig gemacht, weil die ja gar nicht so gewohnt ist. Geht ein bisschen Cheerleading. Aber sie will jetzt einen Auftritt geben. Also sie übt nicht nur. Also da stand sogar ein Auftritt geben. Gott, die rennen da alle irgendwie so. Sind alle so müde, ne? Ja. Ja, es gibt halt keine Betten. Oje, Nee. Freiwillig gibt's hier nicht. Es gibt nur den Tod oder das Rad. Och komm, armes Mädchen, leg dich doch einfach auf die... Ja, ich glaube, das macht sie jetzt auch, oder? Nee, sie macht ein Nickerchen im Whirlpool? Was ist da? Sammeln. Ach, das ist der Roboter, oder? Der Partyroboter gewesen. Ja, das kann sein. Auch tot. Alle tot. Oh Mann. Oh. Aber wo will sie denn jetzt ein Nickerchen? Ja, da in dem drin? Ring? Ja, ja. Die lehnen sich dann so an. Wo ist denn unser Butler? Ich weiß es nicht. Hm. Aber ich habe die heute schon gesehen, weil die hat gestaubsaugt. Ja, aber die muss mal mehr machen. Die macht ja nichts. Ich glaube, die ist ausgezogen. Nee, ist nicht. Da pennt da jemand. Schläft ach, sie. Sie schläft. Ja, ist okay. 15 Uhr. Nee, dafür kriegt sie jetzt kein Geld. Also ganz ehrlich. Kann man da auch beim Schlafen ertrinken? Nein. Oh, schade. Warum steht denn die Charity da nur so herum? Guck, ach, die tut Fernsehen. Im Stehen. Aber ja, Charity. Die Beinmuskulatur muss trainiert werden. Du darfst sie doch hinsetzen. Meine die hat Kleine. Jetzt schon so viel Angst. Die ist so von Big Brother eingeschüchtert. Die bleibt einfach stehen. Nee, jetzt guck mal. Nee, ja, guck mal, weil du ihr das gesagt hast. Jetzt macht sie sogar ein Schläbchen. Oh, ja gut, jetzt legt sie sich hin. Wie so ein Dornröschen irgendwie. Oh, die spricht im Schlaf. Ich hab Angst. So. Ich hab so Angst. Oh, wir haben 10 Simoleons gezahlt. Achso, wahrscheinlich hat irgendwer was gekocht. Ja, genau. Ja, ah ja, genau. Da siehst du. Barmix. Der Alki. Aber scheinbar ist nicht so lecker. Nee. Doch, weglächeln. Nee, weggekippt. Nichts nicht gemacht. So gut. Ah doch, jetzt ist wieder da. Logisch, alles hat gut. Hat vielleicht nur abgestellt. Oh Gott, was war das? Sporttag des Football-Teams beginnt. Dürfen wir leider nicht teilnehmen. Nein, das brauchen wir nicht. Na komm, was wird's? Irgendwas Zitroniges. Aber natürlich nur in einmaliger Ausführung. Ja, natürlich, nur für ihn, hallo. Wo sind wir denn hier? Oh ja, ey, dieser Blick allein, der macht mich ja schon aggressiv. Der Typ. Ich mag den. Und der ist alle schon wieder machen, am Zocken. Ja, es ist irgendwie, aber guck, es ist nicht Sims diesmal. Nee. Sondern, weiß nicht, Harry Potter? Nein. Doch, die können zaubern, keine Ahnung. Keine Ahnung, WoW. Ja, WoW mit Sims im Harry Potter-Universum. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Aber er spricht mit Kate, glaube ich, unterhält er sich. Oder auch mit Nikolas. Nikolas beschwert sich, dass er natürlich wieder Dreck rumliegt. Nee, jetzt machen die so eine kleine Männerrunde. Guck mal, Adam kommt dazu. Ah ja, wirklich? Ui. Kate als alte Dame setzt sich dazu. Gut, ich glaube, die hört ja nur zu. So als... Ah oh nee, die haben ihn jetzt schon vertrieben. Ja, das war bestimmt der Nikolas. Einzelgänger. Ja, der hat bestimmt was Böses gesagt. Ich beiß dich. Ja, genau, irgend sowas war das. Aber die... Frag mal den Jeff. Guck mal, die... Joey ist auch dabei. Ja, die unterhalten sich doch gut. Ich glaube, die sind auch alle drei befreundet. Die drei? Mhm. Gucken wir mal. Oh, warte, du bist beim Falschen ausgewählt. Ja, ich hab schon gesehen. Mhm. Oh, ja, guck mal, mit Adam ist er halb. Mhm. Und, es war sogar mehr, ja. Da ist sogar mehr, ja. Also die verstehen sich schon relativ gut. Ach, die Penny.
Ach, guck mal, die spielen da draußen. Die Charity ist endlich wach geworden und der Chef, der hat sie Pandora. wahrscheinlich aufge... Ah ja, genau. Die Pandora ist wach geworden und der Chef hat wahrscheinlich zu ihr gesagt, nee, der heißt nicht Chef. Cedric. Der Cedric hat wahrscheinlich zu ihr gesagt, hey, meine Liebe, du verpennst den ganzen Tag. Komm, spiel mit mir ein bisschen, sonst haut Big Brother dich noch raus, weil du zu faul hier herumsitzt. Oh, das ist aber sehr nett. Ja, Ich irgend weiß ja nicht, ob sowas. die Pandora so nett wäre. Ne? Die denkt sich bestimmt so, boah, jetzt muss ich hier mit dem spielen, aber mein Gott. Echt? Denkst du? Ja, die ist doch so eine. Ja, das stimmt. Oh, was hat die gemacht? Er hat sie jetzt sauber gemacht, glaube ich, den Pool. Ach! Ja, weil die Dings da dreckig reingegangen ist. Also echt. Aber einfach ohne was zu sagen, so fällt schon nicht auf, ich mach schnell, damit sie keinen Ärger bekommen. Ja, genau, damit wir nicht alle Ärger bekommen. Ja. Total süß. Ach, guck Ah, hier mal. bin ich wieder, na? Habt ihr mich vermisst? Vixen Brother gesagt, ich soll schon wieder hier nach unten kommen für ein Interview. Anscheinend bin ich so beliebt. Naja. Ach, apropos Vixen Brother. Tja, da waren wir ja gar nicht von Anfang, oder? Diese kleine Ratte hat uns die Betten weggenommen. Könnt ihr mir das glauben? Ja, ich wollte einfach nur schlafen und ja, dann habe ich mich halt einfach ins Butlerzimmer gelegt, weil, ich meine, wofür hat man Butler, ja? Aber auch da habe ich Anschiss kassiert. Er hat gesagt, du darfst da nicht schlafen und ich habe einen Strike. Und wenn sowas nochmal passiert, ja. Also wenn sowas nochmal passiert, dann rufe ich meinen Vater an und er holt mich hier raus. Also schwachsinnig, wirklich lächerlich. Äußerst lächerlich. Naja. Dann wollte ich im Pool ein bisschen entspannen, aber dann kam Cendric auf mich zu und meinte, ja, Pandora, wir müssen was machen, sonst fliegen wir. Und ich habe gedacht, komm, ich spiele deine kleine Nummer mit, kleiner Cedric. Du bist hier eh niemand und auf dich steht eh keiner, du kleiner Nerd. Naja, dann habe ich auf jeden Fall mit ihm Tischtennis gespielt. Ich weiß gar nicht, wie es ausgegangen ist, aber ich gehe mal stark davon aus, dass ich gewonnen habe. Und ja, jetzt gleich wird's Abend und ich denke, wir müssen wieder rübergehen, aber naja, ich komme da schon wieder weg aus dieser Dreckshöhle. Ciao, Leute. Süß. Ach, guck mal, der macht schon wieder einen Cocktail. Er sauft sich gerade die Leute schön, habe ich das Gefühl. Kann sein. Oh Mann. Oh, aber das sieht doch schon gut aus. Ja, jetzt schon besser als vorhin. Vielleicht ist er diesmal für alle drei Jungs. Und nicht nur noch, nee, nur noch für ihn. Aber es sieht größer aus, auf jeden Fall. Ja. Also, es ist eine Orangeschale mit Pfiff. Ah, ja, das dachte ich Boah, mir schon, dass es wow. mit Pfiff ist. Natürlich. Oh, aber er trinkt Aber, es nicht. Er hat es für nee, einfach lässt für irgendwen stehen. gemacht. Irgendwer Okay. trinkt schon. Ach, wir könnten einen Mixer engagieren. Gönnen wir ihnen das? Ja, komm, mach. Ja. Ich spule mir mal vor. Ein von Niklas von Van Dammen, heißt er so? Ja. Beauftragter Service-Sim ist unterwegs. Oh, guck mal, die sieht ja aus wie eine jüngere Tochter von der Marion. Ist Die ein Mixer sind bisschen. immer schwarz angezogen. Ja, und mit Tattoos und so. Oh. Er Er, oh. furzt einfach. Mann, gut. Dann guck mal hier hin. Ach, guck mal. Er hat ein liebes Leben. Leben. Oh. Errungenschaft, keine Ausrede. Was? Okay. Wer hat diese Naja. Errungenschaft gekriegt? Da oben? Nö. Ah, nee, das haben wir abgelehnt. Genau, das war ein Ding. Naja. Auf einem Grundstück mit mindestens 5 Toiletten die Blase eines Sims versagt. Was? Oh, Ernsthaft? irgendwer hat sich eingepieselt. Ich habe eine Errungenschaft! Yay! Und was machen die? Gar nichts mehr. Nichts. Aber er kann sie ja vielleicht ein bisschen anzapfen. Wir gucken mal, ob er das kann. Vampir. Plasma trinken. Oh, Schatti kann das ein bisschen besser. Oh, ein bisschen besser. Ein bisschen. Oh ja. Also das, die wusste, dass Big Shim war da gerade auf sie guckt. Die wollte alles geben. Eindeutig. Nicht, dass sie auch noch hier gefangen Eindeutig. wird. Ja, genau, dass sie wieder weg darf. Wobei jetzt könnte Big Sim Brother ja sagen, ach, die ist aber toll. Wir hatten ja eh einen Verlust. Dann holen wir sie doch mal wieder dazu. Oh. gut. Aber die anderen sind gerade so ein bisschen langweilig. Er steht da einfach nur so da Er guckt so und richtig traurig aus dem Fenster. ja, er möchte gern weg. Nein. Joey fängt an, seine Abendroutine durchzuführen, dass er dann Ja, auch ich irgendwann glaube auch. einmal
ins Bett macht kann. Sich noch eine Creme drauf. Oh yeah, ja, ich bin cool. Ich sehe gut aus. Genau so. Ja, oh, jetzt. Ich glaube, sie hat ja gesagt. Dann schauen wir mal. Aber sie hat zugesagt, guck mal. Sein Charme hat gespielt. Und dann kann sie doch kein Werwolf sein, oder? Ich weiß nicht, vielleicht wird er jetzt ein Hybrid. Nee, ich glaube, das gibt's nicht bei Sims 4. Eine gute Frage. Aber sie lächelt, also irgendwie... Ihr geht's gut. Ist sie, ja, oder vielleicht ist sie noch kein Werwolf. Na egal, wie spät haben wir es denn? Oh, wir haben... Oh, aber er bedankt sich bei ihr. Oh, wie süß. Er hat ja schon ein bisschen Charme. Meine Lieben, Nikolas, da drücke ich mal ein Auge zu, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber auch einfach nur, weil du ein Charmeur bist. Aber es ist soweit, ihr müsst wieder in die Baracke zurück. Vor allem Kate, Pandora, Charity und Jeff. Ihr müsst wieder gehen, den anderen war es ja so oder so egal, aber eure Betten kriegt ihr trotzdem nicht zurück. Aber ich will mal nicht zu sein und gebe einem von euch Vieren die Chance, hier zu bleiben. Wer es sein wird, das wird das Rad entscheiden. Na, ich bin gespannt. Dann gehen wir mal zum Rad. Ich drehe jetzt einfach mal, oder? Also, ja. Gut. Und bleiben da. Mit gruseliger Musik. Ah. Oh. Chef. Für den ist eine Strafe. Ja, ich glaube schon. Für den ist eine Strafe. Ja, ich meine, er ist eh ein Chaot, der fühlt sich überall wohl. Ob dran, draußen, oben, unten. Lieber Jeff, du kleiner Schlingel, du hast es geschafft. Du darfst heute hier bleiben. Du darfst hier dein Geschäft verrichten und nicht drüben, nur bitte nicht im Pool. Also... Genieß den Tag und wer weiß, wann du wieder rüber musst. Komm nicht so nah. Bis dann. Okay, meine Mama, so. Er freut sich so. Er wollte Big Sam Brother umarmen. Tja, er ist total happy, dass er hier bleiben darf. Das sieht man, würde ich mal sagen. Der floatet hier rum. Ah je. Ah. Hey, der Butler! Ja. Oh, jetzt sieht dann auch so ein Gesicht. Ja, heute musste niemand fliegen, denn in der letzten Folge ist Belea von uns gegangen. Es wäre jetzt unfair, wenn heute wieder jemand fliegen müsste. Aber ich denke, im nächsten Part wird der nächste rausgeworfen. Ja, also sie nicht. Sie bleibt da. Für immer. Die ist klasse, ja. Ja, und wie gesagt, lasst uns bitte in den Kommentaren dastehen, wie ihr das Ganze so findet, ob ihr gerne irgendwas ändern würdet bei den ganzen Toten oder wie auch immer. Und ja, ich würde sagen, wir beenden den Part und bis zum nächsten Mal werden dann die drei übrig gebliebenen wieder rüberziehen und dort Quartier beziehen. Genau. Genau, bis dahin würde ich sagen... Adios, muchachos! Tschüss!